Diablo 4 ist ganz schön viel. Das Spiel ist extrem umfangreich. Es gibt super viel zu sehen und zu tun. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich mal eine Reihe an Videos mit ein paar Tipps zum Spiel, damit ihr nichts überseht von den wichtigen Mechaniken, von den Kleinigkeiten. Und fange heute mal mit dem Zeug an, was ihr von Anfang an eigentlich hier brauchen könnt. So ein paar kleine Infos, paar kleine Tipps zum Spielstart bis hin zum Endgame. Ich habe schon ein Video dazu gemacht, wie ihr Diablo 4 tatsächlich auf dem Steam Deck laufen lassen könnt. Und das läuft richtig gut darauf. Könnt ihr euch auch gerne mal angucken, ist hier verlinkt. Und es wird natürlich dann auch noch ein Video zum Endgame geben, zu den Mechaniken, wie ihr da am besten grindet, den besten Loot bekommt und am schnellsten levelt und all so ein Zeug. Ich habe schon ganz viele Listen, ganz viele Textdokumente, aber fangen wir mal mit dem heutigen Video an. Wenn es euch gefällt, wie immer, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Das hilft dabei, dass die Videos von mehr Leuten gesehen werden. Ist nur ein kleiner Klick für euch, macht aber wirklich einen großen Unterschied. Aber los geht's. Und wir fangen auch direkt schon mal an mit den ersten Tipps. Und da geht es ein bisschen um die Kampagne und um Dinge, die ihr auf dem Weg mitnehmen könnt, die ihr beachten könnt, wo ihr einfach einen großen Vorteil von habt. Zum einen die Weltstufe. Ihr seht, ne, Abenteurer und Veteran sind die zwei ersten Weltstufen, die ihr wählen könnt. Und ich habe den Fehler gemacht, auf Veteran anzufangen, weil ich dachte, ja, 20% mehr Erfahrung, 15% mehr Gold. Nee, das war eine blöde Idee, denn die Menge an Gold sowieso, die ihr während der Kampagne gedroppt bekommt, bis ihr überhaupt im Endgame seid, auf Level 50, 60, das ist komplett vernachlässigbar. Das ist exponentiell mehr auf den höheren Levels, also hier diese 15% sind überhaupt nichts. Das ist quasi, das kriegt ihr, wenn ihr ein Item zerstört, auf den höheren Leveln, und die Erfahrung macht halt auch keinen Unterschied. Insgesamt seid ihr wahrscheinlich sogar schneller oder zumindest macht es keinen großen Unterschied, wenn ihr auf Weltstufe 1 spielt, denn natürlich habt ihr da eine höhere Geschwindigkeit, könnt schneller durch den Content durch, könnt mehr von den Sachen sehen und wie gesagt, es gibt viele Sachen. Und wir kommen auch zu einigen, die ihr nicht übersehen solltet, aber die könnt ihr dann alle schneller abschließen. Scheut euch nicht, auf Level 1 diese Kampagne zu spielen. Den Fehler habe ich gemacht und habe, glaube ich, ein bisschen Zeit verschwendet. Meine Güte, mein Necro sieht mittlerweile richtig nice aus. Das sind alles übrigens nur legendäre Ausrüstungsteile, die ich in Cosmetics verwandelt habe. Ich zeige euch das Transmog-System auch gleich nochmal. Aber wir haben jetzt erstmal einen ganzen Haufen Sachen, durch die wir erstmal durchgehen müssen. Fangen wir an mit so, ja, ich sag mal, Best Practices in der Kampagne. Ihr habt hier die gigantische Map von Sanctuario und es gibt Leute, die jetzt natürlich nur die Kampagne durchrushen und überhaupt keine Sidequests machen. Im Endeffekt kann man das natürlich so spielen, wie man will, aber es ist schon sinnvoll, auf ein paar dieser Sachen zu achten und sammelt auch schon Sachen, die man später im Endgame braucht. Ihr müsst natürlich jetzt nicht jede einzelne Nebenquest machen, ne? Auch die zählen ja zum Regionsfortschritt und der ist sehr wichtig, zu dem kommen wir später nochmal. Wenn ihr in ein neues Dorf kommt, seht ihr natürlich immer so einen Haufen Nebenquests, da könnt ihr natürlich schon welche annehmen und dann, soweit ihr daran vorbeikommt, die machen. Ich habe bewusst gesagt, nur die, die irgendwie so auf dem Weg liegen, weil im Verlauf der Kampagne Richtung Ende bekommt ihr halt einfach euer Pferd. Und das macht natürlich das Abgrasen dieser gigantischen Map so viel einfacher. Ihr müsst erstmal einen ganzen Haufen zu Fuß laufen, da kommt ihr nicht drum rum. Deswegen könnt ihr da natürlich dann auch schon die Sachen mitnehmen. Die habt ihr dann einfach schon erledigt hier für diese Checkliste. Aber ich glaube, es ist ein Fehler, dann direkt in jedem Gebiet irgendwie alle Nebenquests zu machen. Was euch aber was bringt, ist auf jeden Fall hier diese, ja, diese Events zu machen, diese kleinen Public Events, ne, mit dem gelben Ring hier, dem Symbol da, was ihr an der Seite seht. Diese Events bringen euch tatsächlich auch einen ganzen Haufen Power. Wenn ihr die irgendwo in der Nähe von, ja, eurem Ziel seht, solltet ihr die auf jeden Fall immer mitnehmen. Wenn ihr die regelmäßig macht, bekommt ihr nämlich ein gewisses Material, was ihr in der Stadt eintauschen könnt gegen gezielte Items. Und da können natürlich dann auch Legendaries dabei sein. Das hat eine relativ hohe Drop-Chance. Und das gibt euch über die Kampagne einen großen Powerschub, den ihr benutzen könnt, um eben besser durchzukommen. Ihr seht schon hier unten die raunenden Obolusse, die hier droppen. Das ist hier unten diese Währung, diese lilanen Münzen. Wenn ihr regelmäßig diese Public Events gemacht habt, dann sind die vielleicht auch irgendwann voll und dann kann man die halt auf einen Schlag einfach dumpen. Da müsst ihr nicht drauf warten, bis ihr dann im Endgame seid, um so ein höheres Level Equipment zu kriegen. Nee, das ist auch gut, unterwegs halt mal ein paar Legendaries zu kriegen und das ist immer bei diesem hier Kuriositätenhändler, den gibt es in fast jeder Stadt. Und ihr könnt euch dann auswählen, was ihr von dem haben wollt, also welches Item. Ja, ich dump das jetzt mal hier in die Tunika rein und ihr seht schon, ich habe schon einen Legendary hier bekommen. Und hier, wenn ihr auf der Map, ne, hier oben bei Belohnungen ansehen, drauf geht, seht ihr auch, da, wenn wir das Regionslevel der 5 verschiedenen Regionen bis auf Stufe 4 erhöhen, bekommen wir auch eine höhere maximale Kapazität an diesen Obolussen. Aber ganz wichtig, das ist das Zeug, was vorher kommt, wir kriegen natürlich pro Region sogar 2 Fähigkeitspunkte, am Ende Paragon-Punkte, aber die Fähigkeitspunkte sind erstmal wichtiger. Trankkapazität, das ist später nicht mehr so wichtig, aber die Fähigkeitspunkte, die ihr hier seht, das ist was, wo ihr enorm von profitiert. Also zumindest Stufe 1 dieser Region solltet ihr auch schon beim Leveln erreichen, dann habt ihr einfach 5 Fähigkeitspunkte mehr für jeden Charakter. Später mit dem Pferd lassen sich diese einzelnen Punkte da auch viel besser abgrasen. Das heißt,
macht eben, wie gesagt, nur das, was auf dem Weg liegt. Und wo wir gerade auch schon bei Equipment waren, es lohnt sich am Anfang nicht, also während der Kampagne, jetzt hier irgendwie die Sachen zu verzaubern oder was auch immer, Sockel hinzuzufügen oder sowas, weil ihr levelt am Anfang so schnell, dass ihr das Zeug eh sofort abhängt. Was ihr machen könnt, was ich auch gemacht habe, was vielleicht auch später ein guter Tipp ist, das kommt im Endgame-Video dann in abgewandelter Form, da erkläre ich euch, wie ich sozusagen so eine Rotation mache, ist natürlich beim Schmied hier, die Sachen aufzuwerten. Rüstungsteile könnt ihr beim Schmied aufwerten, Schmuckstücke könnt ihr beim Juwelier aufwerten. Und das ist schon sehr wichtig, denn wenn ihr jetzt gerade ein Legendary gedroppt bekommen habt, zum ersten Mal oder so, oder was gut für euer Bild ist, damit ihr das einfach ein bisschen länger halten könnt. Damit meine ich nicht, dass ihr jetzt hier jedes Item upgraden müsst. Während der Kampagne ist es überhaupt nicht relevant, außer, wie gesagt, ihr macht es halt mal mit einem Legendary. Und dann kostet das gar nicht viel Gold. So ein paar Materialien, die ihr durchs Zerlegen bekommt. Hier unten, seht ihr, Stufe 2 ist auch noch günstig. Das sind nur die Materialien aus den blauen Items. Stufe 3 sind die Kristalle, die ihr von den gelben, den seltenen Items bekommt. Und ja, Stufe 4 könnt ihr euch dann sparen, aber bis Stufe 3 kann man fast alles aufwerten. Einfach durch die Materialien, die man unterwegs hier bekommt. Wenn man regelmäßig sein Zeug zerlegt, und das geht am einfachsten, wenn ihr jetzt hier als Ramsch markieren, da gibt es natürlich auf dem PC eine andere Taste, ne? Die einzelnen Sachen hier eben als Ramsch markiert. Die kann ich jetzt alle auf einen Schlag hier bei gesamter Ramsch zerlegen. Ihr seht auch übrigens hier Items mit diesem komischen Picken-Symbol. Das sind Items, wenn ihr die zum ersten Mal zerlegt, bekommt ihr neue Cosmetics. Dann bekommt ihr eben diese Materialien, die wir eben auch fürs Upgraden benutzt haben. Und in der Nähe vom Schmied ist auch immer so ein Händler. Da könnt ihr auch, wenn ihr eben den Ramsch markiert habt, hier zu verkaufen gehen und den gesamten Ramsch, sobald ihr einen Ramschteil hier auswählt, verkaufen. Und das sollte man immer so in Balance halten. Am Anfang, das ist auch ganz wichtig, während der Kampagne sind die Items natürlich noch ganz wenig Gold wert. Jetzt hier später im Spiel, wenn ihr die verkauft, kriegt ihr so viel Gold, wie ihr über die ganze Kampagne vielleicht gesammelt habt, wenn ihr hier so ein volles Inventar verkauft. Das heißt, am Anfang lohnt es sich tatsächlich während dem Aufleveln mehr die Dinger einfach komplett zu zerlegen. Außer euch fehlt halt wirklich richtig viel Gold, dann könnt ihr das auch mal machen. Aber am Anfang sind die so wenig Gold wert, dass es wahrscheinlich am besten ist, die Dinger nur beim Schmied zu zerlegen. Mein Punkt ist hauptsächlich, ihr müsst während der Kampagne, auch ein bisschen nach der Kampagne, wirklich überhaupt nicht darüber nachdenken, was ihr hier ausrüstet. Ihr müsst einfach nur gucken, sind die Zahlen grün, sind die besser? Also nicht zu viel Zeit im Inventar verschwenden, nicht zu viel nachdenken, sondern einfach ein bisschen spielen. Es gibt aber ein paar Sachen, die ihr auf jeden Fall machen solltet. Und eine davon ist Ausprobieren von Skills. Wenn ihr jetzt hier ins Fähigkeitsmenü geht, dann habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, dass das Rückerstatten von einzelnen Skills, wenn ihr noch ein niedriges Level habt, extrem wenig kostet. Das bedeutet, ihr könnt gerade am Anfang einfach komplett alles zurückerstatten, verschiedene Builds, verschiedene Synergien ausprobieren, damit ihr dann wisst, was euch gefällt später fürs Endgame. Denn es wird eben exponentiell teuer, wenn ich jetzt hier alles erstatte, kostet das schon jetzt deutlich mehr, aber weniger als ich gedacht hätte, muss ich sagen. Vielleicht, wenn ich Max-Level bin, wird es richtig teuer, aber es ist immer noch so eine Zeit zum Ausprobieren. In diesem Spiel gibt es total viele Möglichkeiten, die einzelnen Klassen zu spielen. Hier mit dem Totenbeschwörer habe ich mindestens 4 verschiedene Skillungen ausprobiert, verfeinert und mich dann hier bei einer so einer Hybrid-Skillung eingefunden. Natürlich mache ich da auch irgendwann ein Video zu, aber ich finde, es ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt ist der Zeitpunkt dazu, selber mal seine Klasse ein bisschen kennenzulernen und auszuprobieren, und das ist halt was, was man wirklich am Anfang richtig gut machen kann. Dazu gehört aber auch, dass man, wenn wir jetzt hier auf die Karte gehen und hier, ne, dieses Menü öffnen, dass wir diese weißen Quests hier, die seht ihr da, die mit diesem Kreuz da, die jetzt nicht verfügbar sind, dass wir die nicht übersehen. Da sind wichtige Quests drin, die ihr sofort machen solltet, sobald ihr die in der Kampagne bekommt. Zum einen kriegt ihr da zum Beispiel gezeigt oder beigebracht, wie hier dieser Verzauberer funktioniert. Da kriegt ihr auch immer Erfahrungspunkte für, immer wenn die aufploppen. Wie gesagt, solltet ihr die machen. Ihr kriegt auch hier gezeigt, wie ihr diese Heiltränke macht. Da könnt ihr dann mit verschiedenen Materialien eure Heiltränke aufwerten. Das ist auch sehr wichtig, gerade am Anfang, denn sonst heilen die euch halt nicht genug. Und wenn ihr euch fragt, wo ihr hier diese Materialien herbekommt, die leuchten auch immer auf der Map, also wenn ihr so an leuchtenden Pflanzen vorbeilauft, das ist so designt, dass ihr quasi die Akte von 1, 2, 3 und so weiter durchmacht, dann nimmt ihr einfach immer diese leuchtenden Pflanzen mit. Manchmal sind es halt auch Teile von Tieren, aber es ist quasi so gedacht, als ob ihr die Akte von 1, 2, 3 und so weiter durchmachen würde. Wenn ihr das auch in der Reihenfolge gespielt habt, ihr auch immer die Materialien, die ihr braucht, um den Heiltrank zu upgraden. Ganz wichtig ist, dass hier in dieser Liste mit den weißen Quests auch ungefähr ab Level 15 eure Klassenquest kommt. Beim Nekromanten ist das die Quest, wo ich den Golem kriege, den ich hier jetzt geopfert habe. Aber jede Klasse hat ja so ein paar extra Mechaniken. Diese Quest solltet ihr sofort machen. Die wird dann auch hier auf der Karte markiert. Ihr könnt die natürlich hier aus dem Menü auch markieren, um halt einen neuen Aspekt eurer Klasse freizuschalten und halt direkt einen starken Powerboost zu bekommen. Die solltet ihr nicht übersehen, aber die anderen dieser Quest solltet ihr auch auf jeden Fall immer machen. Die geben, wie gesagt, EP, zeigen euch ein neues System im Spiel. Und jetzt gebe ich euch noch so ein paar kleine, aber feine Tipps, die euch ein bisschen Zeit sparen, die euch wirklich helfen, glaube ich. Wenn ihr jetzt in einem Dungeon seid, egal ob es jetzt so ein Keller ist oder so, dann okay, es ist eine verfluchte Truhe, toll. Dann machen wir das nochmal schnell hier.
Ja, mittlerweile, glaube ich, fast 100%ige Crit-Chance, wenn alle meine Skills proggen. Das ist natürlich krass, ne? So, wenn ihr jetzt den Dungeon fertig gemacht habt, müsst ihr nicht hier, ne? Hier ist es jetzt nicht so ein weiter Weg, aber in so einem richtigen Dungeon ist es natürlich teilweise relativ lang. Ihr könnt einfach nach oben drücken auf dem Steuerkreuz. Ich weiß nicht, welche Taste es auf dem PC ist, es ist aber die Taste mit den Emotes. Und da gibt es dann auch Dungeon verlassen. Ihr könnt natürlich auch nach unten drücken, euch in die Stadt zurückporten, dann seid ihr aber wieder im Dungeon danach, wenn ihr durch das Portal zurückgeht. Also einfach nach oben drücken, Dungeon verlassen, gibt es ein extra Portal, müsst ihr nicht den ganzen Weg zurücklaufen. Falls ihr das jetzt zum ersten Mal hört, gern geschehen. Und der nächste Tipp, vielleicht etwas, was ihr erst so Richtung Ende der Kampagne machen solltet, weil ich habe ja schon gesagt, dass es am Anfang wirklich egal ist, dass ihr einfach ausrüsten solltet, was ein bisschen besser ist und so und da gar nicht so drauf achten solltet, also nicht Zeit im Inventar verschwenden solltet, das ist was für Late Game. Aber wenn ihr hier in die Spieloptionen geht, dann könnt ihr hier bei Gameplay erweiterter Tooltip-Vergleich und erweiterte Tooltip-Informationen anzeigen lassen. Das sind zwei ganz essentielle Informationen für die Hardcore-Diablo-Spieler oder eigentlich für jeden, der irgendwie gescheites Bild machen will oder sowas mit seinen Items. Denn ihr habt es vielleicht schon gesehen, vielleicht habt ihr euch gefragt, warum das bei mir so anders aussieht. Items haben eine Range, zum Beispiel hier diese Legendaries, hier zwischen 0,25 und 0,5%. Und hier seht ihr dann auch, wie gut euer Item im Vergleich ist zu den Ranges, die ihr tatsächlich da haben könnt. Und so könnt ihr dann auch beim Vergleich direkt sehen, wenn hier irgendwelche Stats verschwinden, verlorene Eigenschaften und so weiter und was ihr dann zusätzlich dazu bekommt. Das ist natürlich, wie gesagt, am Anfang zu viel Information, aber nachher, wenn ihr wirklich darauf achtet, ich will jetzt hier so und so viel Crit haben und was auch immer, dann erleichtert euch das natürlich den Item-Vergleich. Wie gesagt, nochmal, am Anfang solltet ihr das wahrscheinlich einfach deaktiviert lassen, sonst guckt ihr euch das umsonst quasi an, weil ihr die Items eh wegwerft. Da seht ihr dann auch, wenn ihr eure Legendary-Aspekte von den Items entfernt, eine ganz wichtige Information, nämlich wie gesagt, wie hoch das ist von den Prozenten. Wenn wir jetzt hier bei die Aspekte gehen, dann könnt ihr hier sehen, zum Beispiel bei diesem Aspekt. Den habe ich von einem Item runtergenommen. Ich zeige es auch gleich nochmal, obwohl ihr natürlich jetzt schon wisst, wie das geht. Aber die wichtige Information ist, das hier ist ein maximaler Aspekt. Denn er hat hier, seht ihr, zentrale passive Fähigkeit, knöcherne Essenz, erhöht auch den kritischen Trefferschaden eurer Knochenfähigkeiten um 1% pro Essenz, über 50 bis maximal 40%. Und ihr seht hier die Range von 30 bis 40%. Das ist ein Aspekt, der den maximalen Roll hat. Die Sachen, die ihr aus den Dungeons bekommt hier, diese Aspekte, die sind immer der niedrigmöglichste Roll. Es gibt auch Aspekte, die es nur auf Items gibt, aber jeden Aspekt, den ihr in den Dungeon finden könnt, den könnt ihr auch auf einem Legendary Drop finden. Aber wie gesagt, die Legendary Drops können auch höhere Versionen davon haben und eben teilweise wirklich hier diese top-maximalen Rolls, die dann natürlich auch selten sind. Und wenn ihr die Aspekte im Verlauf der Kampagne hier auf eure Waffen hier so oder Rüstungsteile draufballert, solltet ihr auf jeden Fall vorher gucken, dass ihr nicht die verschwendet, die hier so einen super Top-Roll haben, denn denen würde ich eher im Endgame dann auf irgendwas draufpacken. Das Zeug, wie gesagt, ist ja alles erstmal nur temporär, bis ihr das Max-Level erreicht habt. Ihr wisst ja schon hier bei dem Okkultisten, dieses Symbol auf der Map hier, könnt ihr die Aspekte von den legendären Items entfernen. Wie gesagt, aus dem Kodex der Macht. Hier seht ihr es auch nochmal. Die haben den niedrigmöglichsten Roll dieser Aspekte. Das ist auch, finde ich, auch so eine coole Lösung. Das heißt, das Loot-Game ist noch relevant, aber ihr habt halt die Basisaspekte zum Großteil, also wichtige, davon auch zur Verfügung, um halt ein gewisses Bild zu machen. Aber das sind Sachen, über die ihr in der Kampagne noch nicht nachdenken solltet. Der wichtige Punkt ist, dass ihr die nicht verschwenden solltet, diese coolen Rolls, die ihr vielleicht unterwegs bekommt. Wir haben ja jetzt schon über verschiedene Aspekte geredet, die Public Events, hier die Dungeons und ne, diese Komplettierung dieser Map-Aufgaben. Nicht erwähnt habe ich bisher die Altäre von Lilith, die, ja, eben auch hier Fortschritt geben, aber euch natürlich permanent für alle Charaktere Bonus-Skill-Punkte geben. Die erkennt ihr immer an diesem roten Leuchten und die sind halt häufig auch hier, ne, in irgendwelchen Nischen oder so versteckt. Aber es ist halt echt schwer, die alle einfach selber zu finden und eben auch schwer zu wissen, hey, ich will jetzt einen bestimmten Aspekt, eine bestimmte Fähigkeit für meine Klasse haben oder ich will hier diese Strongholds finden, diese Stützpunkte, die ja 100, seht ihr hier, Bonusansehen geben und euch dann ein ganzes Stück weit bringen, hier auf diesem Regionsfortschritt. Wenn ihr das alles finden wollt, solltet ihr eventuell schon mal im Verlauf der Kampagne darüber nachdenken, eine interaktive Diablo-Map zu benutzen. Da gibt es mehrere Varianten von. Ich zeige euch jetzt auch mal ein paar. Ich habe die auch unten mal verlinkt. Es gibt einmal hier die von Fextra Life, aber die ist mir ein bisschen zu cluttert, die ist mir ein bisschen zu voll. Dann gibt es noch die hier von Map Genie, die ist cool. Die ist ein bisschen übersichtlicher, ist Vollbild, also übersichtlich, ja, weil jetzt ist alles voll, aber könnt ihr hier Hide All und dann könnt ihr zum Beispiel nur, keine Ahnung, die Strongholds anzeigen lassen, dann wisst ihr, wo die sind. Oder hier bei Suche, Lilith,
Hier könnt ihr euch dann alle Altäre anzeigen lassen und könnt die dann halt abarbeiten. Und wenn man sich hier einloggt, wenn man sich einen Account macht, kann man sogar seine eigene Checkliste sozusagen machen, damit man halt abhaken kann, was man schon gemacht hat. Die Map finde ich ein bisschen übersichtlicher als die von Faxtra Life, ist auch unten verlinkt. Und jetzt reden wir auch noch über cool aussehen, über Transmog. Ich habe euch ja schon die Basics erklärt, dass die Items, die ihr beim Schmied zerlegt, die da dieses komische Symbol haben, dass die euch dann auch noch ein neues Cosmetic freischalten. Und hier in fast jeder Stadt gibt es Beutetruhe und Kommode. Bei der Kommode könnt ihr dann hier den Look eures Charakters ändern. Ich habe halt auch ein paar Legendäre schon zerlegt, weil die Aspekte waren nicht interessant für mich. Kann man ja auch machen, ne? Auch für die Materialien. Und dann kriegt man die eben auch als Look. Und dann sieht irgendwann euer Necro oder euer Zauberer oder Barbar oder was auch immer, eure Klasse halt auch richtig cool aus. Ne? Jetzt gibt's hier richtig nice Cosmetics auch, ohne dass man 30 Euro im Shop bezahlt. Wow, wer hätte es gedacht? Dann könnt ihr hier irgendwas auswählen und ihr könnt auch noch hier unten auf alles anwenden. Könnt ihr dann auch noch die Farbe anpassen, wenn ihr das wollt. Mag hier das Blau auf jeden Fall am liebsten. Hier für die Waffen gibt es das Ganze natürlich auch. Und hier, wenn ihr einen Reiter weitergeht, könnt ihr auch das grundsätzliche Aussehen eures Charakters nochmal anpassen. Das ist quasi euer Kosmetikzeug. Hier ist auch die Beutetruhe, wo ihr ganzen Legendaries reindumpen könnt oder die Aspekte, von denen ihr zu viele dann irgendwann haben werdet. Und das Management von dem ganzen Zeug, da muss Blizzard vielleicht noch ein bisschen was machen. Vielleicht eine Suchfunktion oder irgendwas, aber das ist schon, ist schon ganz schön viel Stuff, vor allem, dass es keine extra Edelsteintasche gibt. Naja, ich schweife ab. Das ist jetzt auch Kritik auf hohem Niveau. Ein Video über meinen Eindruck zum Spiel gibt es natürlich nochmal gesondert. Jetzt, wo ich das ausführlich gespielt habe, nachdem ich ein bisschen mehr Endgame-Eindruck noch habe, gibt es dann auch mein Review dazu und natürlich dann auch weitere Tipps zum Endgame. Da habe ich auch schon, eine große Liste. Ich hoffe, dass diese Dinge für euch nützlich waren, dass da was dabei war, was ihr vielleicht noch nicht wusstet. Wenn ihr noch weitere Tipps für Anfänger habt oder zum Spielverlauf bis eben zum Endgame, könnt ihr die gerne unten in die Kommentare schreiben für die Leute, die dann hier über das Video stolpern. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Mehr Videos zu verschiedenen Videospielen findet ihr auf meinem Kanal. Guckt mal vorbei, lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen. Ihr findet mich auch auf Twitter und Twitch, ist alles jetzt nochmal hier verlinkt. Aber in jedem Fall, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut!